So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy und suchen uns die nächsten Erben aus. Ja, die uns langsam immer mehr wegsterben. Wenn ich mir ansehe, wie viele wir schon verbraten haben. So mindestens 10 Stück. Gucken wir mal, was der nächste Erbe so hergibt. Oh, ein Shinobi, ein Barbarenking und ein Mage. Ich möchte euch mal den Shinobi zeigen. Er macht einen Haufen Schaden, kann aber nicht quitten. Das ist halt sein Problem. Und er hat IBS, was auch immer das sein soll. Gucken wir mal. Okay, wir haben Geld, aber das will ich jetzt erst einmal nicht hier ausgeben, sondern wir gucken, was wir hier uns Neues kaufen könnten. Hier, die hier können wir uns kaufen. Die ist auf jeden Fall wichtig. Mit 9 mehr Rüstung kommen wir besser voran. Und gucken wir mal neue Runen. Mit der Retaliation-Rune können wir Schaden zurückwerfen, was nicht so prickelnd ist. Und mit der Grace-Rune können wir Gegner schwächer machen. Das ist auch nicht so der Hammer. Deswegen nehmen wir mal die Dash-Rune. Jetzt können wir nämlich vor und zurück dashen. Und jetzt weiß ich auch, was IBS ist. Wir haben nämlich gerade einfahren gelassen. Ja. Hier können wir unsere Quit-Chance erhöhen, was beim Dings nicht so viel bringt. Beim Shinobi jetzt. Aber wir könnten mal Haggle freischalten. Da müssen wir Sharon nicht so viel zahlen. Und wir schalten noch neue Sachen für die Burg frei. Neue Upgrades. Also den Shinobi upgraden und den Lich King. Den Lich können wir jetzt benutzen. Und ich merke gerade, wir haben bei Shinobi sehr wenig Life. So, da geht's mal los. Aber wir sind jetzt ziemlich stark. Das heißt, wir dürfen ziemlich viele Gegner genau one-hitten. So, bist du eine böse Kiste? Nein, bist du nicht. Genau. Wir können jetzt so gut wie alles one-hitten. Jedenfalls in dem Gebiet. Böses Bild, nein. Und mit einem Shinobi könnten wir auch den Boss angehen. Soll ich hier da wieder hoch? Und ja, wir haben gerade wieder gepupst. Skelette wegschlagen. Und die immer ihre Knochen hernehmen, dass sie hier auseinanderfallen. Aua. Autsch. Blöde Magier. Das irritiert mich ein bisschen. Und ja, der Schatztruhen, weißt du, den können wir ja mal in Anspruch nehmen. Und zwar ist das jetzt hier reines Glücksspiel. Wir geben 25% unseres Goldes ab und dürfen uns hier eine Truhe aussuchen. Zwei Truhen sind leer und in einer Truhe ist das Dreifache unseres Einsatzes drin. Na, und wir haben nichts gekriegt. Naja gut, die 35 Gold können wir noch verkraften. So. Dafür haben wir hier eine Truhe mit. Oh, der Blutrüstung. Das dürfte endlich mal praktisch werden, was die Kanzler angeht, ich dann beim nächsten Run. Nein, du nicht. So nicht. Aber. Okay, das kann ich euch dann gleich zeigen. Und jetzt bin ich beide. Jetzt bin ich schon tot. Was nehmen wir denn? Ein Nave nicht unbedingt. Der Shinobi hat Tourette und der Shinobi ist Colorblind. Nehmen wir den. Okay, von dem Geld können wir uns nichts kaufen, deswegen müssen wir es Sharon geben. Ja gut. Und das ist halt das, wenn man nicht, wenn man stereoblind ist. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir uns hin und her drehen. Ja. Aber das macht jetzt nicht so viel aus.
ist nur halb so irritiert wie das. Das ist ein böses Bild, ist nur halb so irritiert wie das. Furzen. Schicken im Fass. Sehr schön. Oder ein böses Auge. Das bringe ich mal zum Augenarzt, Leute. Kein böses Bild. Nur böse Drachenkugeln. Und wollte den Kronleuchtern. Oh, aber nein, ich hau ab. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Nicht mit so wenig Leid. Lieber dann mit der Guardbox. Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Die Drogen ist nichts. Ach ja, haben wir ja her. So, für sowas ist der Dash ziemlich nützlich. Und den Seilspring ist unnütz. Ja gut, nächster Erbe gleich. Wieder ein Shinobi oder der Barbarian Queen. Ja, machen wir die Barbarian Queen. Mit der hatten wir bis jetzt das meiste Glück. Hier können wir uns nichts kaufen, können wir uns bei ihm was kaufen. Wir haben ja jetzt die Blutrüstung, aber die ist zu teuer wahrscheinlich. Und bei ihr können wir uns auch nichts kaufen. Nein, gut, wir scheren fast wieder unser ganzes Geld. 12 Goldblitzen lässt er uns dieses Mal freundlicherweise. Mit ihr dürften wir ein bisschen weiterkommen, weil sie mehr Lebenspunkte hat. Oh, so, du machst mich da. Du triffst mich nicht. Ach, da triffst du mich. Blödes Kinder. So. Und da unten seine Truhe, die will ich haben. Und ja, die können manchmal durch Wände schießen und manchmal können sie es nicht. Es gibt auch Bambusiere, die mit einem Eiszapfen spawnen. Und Geld. Oh, nicht viel. Aber wenigstens etwas. Ja. So ein Arschlochbaum. Da habe ich noch was übersehen. Naja, zum Glück kriege ich genug Lebenspunkte. Den übersehe ich das mal nicht. Aber dafür springe ich mit in ihn rein. Und wir haben Chicken gefunden, das heißt, wir sind ein bisschen wieder. Nein, rote Teleporter sind böse. Und die hätte ich rüberfischen sollen. So. Die Saugen sollten nicht zum Augenarzt gehen mit ihren. Aua, der korrupte Ritter hält schon wieder ein bisschen mehr aus. Ist ja auch ein bisschen höherstufiger als die anderen. Die sind halt kein Shinobi mehr. So. Gerade die Guardboxes kann man ziemlich hoch. Zu viel Gold in den Kronleuchter. Kann man ziemlich gut mit diesem Unterschlag angreifen, der zwar immer noch ein bisschen komisch aussieht, aber sehr effektiv ist. Und hier drin war sonst nichts. Ah, hier hätte ich jetzt wieder dashen können. Nein. Wo könnte ich jetzt lang? Gehen wir erstmal hochgucken. Hier stehen zwei Statuen mit Hütchen drin. Den Ritter, den Grauen umbringen. Und dich. Und da ist wieder ein Boombas. So, der ist schon, sogar schon Level 13. Und da nach oben geht es nach Maya, oder? Ja. Da will ich lieber noch nicht hin mit meinem Level 16, die ich habe. Weil das Gebiet da schon sehr heftig ist.
Ah, die Truhe kann ich leider nicht erreichen. Da müsste ich ein Zwerg für sein. Dafür gibt es hier zwei Truhen, die ich erreichen kann. Au. Du erwischst mich nicht. Und der ist Gold. Sehr schön. Kann ich dich wegschreien? Nein, kann ich leider nicht. Aua, da war mein Doppelsprung schlecht getimt. Der war besser. Und was ist hier drin? Die Ritterbrustplatte, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich schon die Blutbrustplatte habe. Hier ist der rote Teleporter, den ignorieren wir mal. Der schickt uns nämlich nur in die Lands of Darkness, so wie ich den kenne. Komm. So. Gutes Gemälde. Und was haben wir hier? Ah, Ritter, hey, das ist dann eher was. Jetzt nicht das. So. Und hier ist nichts mehr. Aua, mitten in den... in die roten Stacheln der Verdammnis gesprungen. Nein, Teleporter ignorieren. Okay, dann geht's jetzt nur hier runter. Sheriff töten, die komischen weißen Flammen. Oh, was ist das? Willst du für Hilfe beten? Ja, will ich. Und wir haben einen Kompass gefunden, der was bringt? Ich weiß nicht, was der... Oh, da ist ein Schatz, den ich übersehen hätte. Was haben wir hier? Seifenhose, den Helm. Hm, klingt praktisch. Und ich habe keine Ahnung, was dieser Kompass machen soll. Oh. Zweimal getroffen worden, ist mir nicht so schön. So, jetzt bist du weg. Oh nö. Aua. Und das war die Stacheln und Tod. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens genug Gold für die Blutrüstung, die ich will. Einen gigantischen Paladin oder einen normalen Paladin, der Endomorph ist. Ah, nehmen wir den. Und jetzt gehen wir zum Schmied und holen uns die Blutplatte. So. Und dann gucken wir mal, was hier Neues für uns im Angebot hat. Wir haben doch hier was Neues gefunden, und zwar die Seifenhuhn. Ah ja, Mana beim Töten. Nein, brauchen wir nicht unbedingt. Und die Retination-Rune können wir uns nicht leisten. Also geht es jetzt zurück zum Männer und noch mehr Geld ausgeben. In Stärke. So. Und ich komme irgendwie langsam vor. Aber gut. Einfach mal geradeaus. Hallo Zombie. Aua, da hat mich das blöde Auge mit seinem Blut getroffen. Der Dummplatz ist schon wieder Level 11. Die können wir schon wieder nicht mehr one-hitten. Aber das sind diese blöden Augen, können wir nächstes Mal machen. So, Geld sammeln. Skelette vertrauen. Den Gruppen Night 1 verpassen. Ah, darunter will ich jetzt erstmal nicht. Muss mal gucken, was noch hier oben ist. Und ja, wir tragen jetzt die Blutrüstung. Das hat einen Vorteil für jeden Gegner, den wir töten, kriegen wir zwei Lebenspunkte zurück. Aua.
Und wenn ich zum Beispiel so. Gehen wir erstmal hier unten lang. Und, wow. Beruhigt euch mal. Oh, dass ich da nirgends getroffen wurde, das war Glück. Aber sie geben wenigstens etwas Gold. Das ist kein Blumenfass. Das ist aber ein böser Ritter. So. Hier macht sich die. Oh, da war ich auch drin. Da macht sich die. Dash-Rune bezahlt an so einer Stelle. Geld. Leider ohne 100 Gold. Ein Sack von 100 Gold, wenn es nicht ist, auch schön. Aua. Und tot schon wieder. Beerdigt mich mit Geld, hat er gesagt, waren seine letzten Worte. Barbarian Queen, Shinobi. Ah, nehmen wir mal wieder den Shinobi. Und mit dem Geld... mehr Lebenspunkte. Den Rest müssen wir jetzt Sharon geben. 255 Gold. Die Beinheit. So, das wird dann aber auch der letzte Run für die Aufnahme. Deswegen gucken wir, dass es ein guter Run wird. Aua. Und ja, das ist der Trade, bei dem der Charakter zur Übertreibung neigt. Das heißt, wenn er einen Hit kriegt, dann wird eine viel zu hohe Zahl angezeigt. Also wirklich einstecken musste jetzt. Stand da jetzt gerade was bei 2000 noch was. Hier unten ist mir wichtig, trefft aber ich euch. Du bist kein böses Bild, aber ihr seid böse Gegner. So. Noch mehr Gold aus den Urnen. Ja, wir spenden arme Tote, die mit einer Münze beerdigt in ihre Ruhe gepackt wurden. Und schon wieder so ein. Was bringen die? Stunden denn bitte? Bin ich jetzt schneller oder was? Noch mehr Gold. Ja, Gold ist das Wichtigste in dem Spiel. Nahrung. Und sogar die können wir one-hitten mit einer Shinobi. Der Shinobi ist sehr stark, aber er hält halt wenig aus. So. So, auch weg. Bist du da oben? Kronleuchter, guck noch da oben, was versteckt ist. Hier, eine Münze. In dem Raum gibt es da soweit nichts mehr, keinen Weg weiter. Aber hier oben geht es weiter. Das Schöne an dem Spiel ist auch immer, dass hier nicht nur die Räume unterschiedlich generiert werden, sondern auch die Gegner, die darin stehen. Also es hätte sein können, dass ich hier in dem Raum das ganze Mal im Raum nochmal finde, aber dann ganz andere Gegner drin sind. Boah, guter Augen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt aufsammeln müssen. Das hätte ich vielleicht nämlich jetzt gebraucht, wenn ich gleich einen Hit kassiere. Den hier zum Beispiel. Irgendwo. So, die Kronleuchter will ich gerne kaputt machen. Da ist nämlich Geld drin. Wow, das war knapp. So. Take no damage. Und geschafft. Und was kriegen wir? Die Vault-Rune.
Oh, und wir sind schon wieder draußen. Und da ist sogar schon der Endgegnerraum. Ja, kommt, ein paar Räume clearen wir noch. Und jetzt zeige ich euch mal zum Abschluss von dem Run den Endgegner, auch wenn ich wahrscheinlich nicht besiegen werde. Hier geht's nach Maya. So, den da noch töten. Und hier bräuchten wir wieder einen Zwerg. Na gut, dann zeige ich euch jetzt mal, obwohl... Nein, ich gehe jetzt erst noch mal hier unten hin. Hier passiert mich hier runter an den Eingang. Weil da gibt es ja noch einige Wege, die wir noch nicht gesehen, noch nicht gegangen sind. Hier drin zum Beispiel. Gold. Wow. Aua. Ohohoho. Das ging leider schief. Aber macht nichts. Hier ist wieder eine... Oh, Seife, noch eine Seifenrune, die wir nicht benutzen werden. Weil wir nicht so der Magier sind. Und hier ein Teleporter, dann geht es darunter, die Lens of Darkness. Da will ich aber nicht unbedingt hin. Hier war Techno Damage, was wir versaut haben. Hier hoch will ich. Die Mütze auf die verzichtet mal. So. Den töten. Was gibt's hier drüben? Nochmal so ein Raum. So. Aua, das wollte ich jetzt nicht. Das war besser. Oh, da ist noch ein sehr schön. Sind wir Gold? Ja. Sehr schön. Und weg. Dann gucken wir noch mal hier drüben nach. Oh nein, danke. Gut, würde ich sagen. Vielleicht haben wir hier noch was Interessantes versteckt. Ja. Aber hier sind noch ein paar Gegner. So. Ein paar mehr Lebenspunkte für uns. Chicken für uns. Oh, ein Resurrection-Schrein. Ja, okay. Also, oder besser gesagt, ein Heilschrein. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und damit gehen wir jetzt zum Boss. Das sind nämlich verdammt gute Voraussetzungen für den Boss. Gut. Und dieser Boss ist ein gigantisches Auge. Der Blutstropfen schießt wie ein großer. Wow. Den wir ausweichen sollten. Nach bester Möglichkeit. Ja, wenn er sie so schießt, ist es einfach. Im Gegensatz, wenn er sie so schießt. Aua. Aber wir hatten ihn schon ziemlich weit runtergekriegt. Einen guten Run hingelegt. Ja, jetzt habt ihr wenigstens den Boss zum Abschluss noch gesehen. Dann mache ich hier mal wieder einen Cut. Bis gleich.